Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Monkey Island Teil 3, Fluch von Monkey Island. Und wir waren gerade tot und werden jetzt diese Gruft verlassen. So, mal gucken, was passiert. So, gehen wir mal zu Stan. Hey, Guybrush, das sind aber viele Skelette. Oh, oh. Schnell, zieh einem den Kopf ab und stecke mich auf das Rückgrat. Ich glaube nicht, dass ich dich frei herumlaufen lassen möchte, Murray. Oh, bitte. Ich verschwinde hier besser. Ah, okay. Nun, Murray, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Murray? Wo ist der hin? Ach, der ist da drin geblieben. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. So. Ich habe diese Versicherungspolice. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal Klug, nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Mach, dass du jetzt Land gewinnst. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Okay. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Ach ja, vielleicht dir die Versicherungspolice geben? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Mal gucken hier. Käse. Ah, pass auf. Ein Meißel kann man für alles Mögliche benutzen. Brechstange. Das Totenschein. Hiermit wird bestätigt, dass Erasco Meistersuppe auf Blood Island der Tod ereilt hat. Zumindest einmal. Das war wahrscheinlich das Beweisen, ne? Genau, damit kriege ich wahrscheinlich dann wirklich das Beweis, das Geld, ne? So. Und du bist der Typ, den sie so toll fand, ne? Und deswegen kriegen wir jetzt auch nur das Ding. Was jetzt? Ja, genau. Da hinten ist der Friedhof. So. Also, flieg bitte rüber zum Friedhof. Mit Fallschirm. Guck mal, da ist er. Oh, tut mir leid. Ich habe sie nicht reinkommen hören. Ich habe gerade... Charles de Goulash? Charles de Goulash, ne? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich liebe dich, Minnie Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht.
Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles. Ja, tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Hey, Sie sind erlöst. Und wir können uns diesen Verlobungsring nehmen. Sehr schön. Das ist gut. Können wir noch den Gedenkkranz nehmen? Nee. Nein. Okay, gut. So sollte das sein. Zwischendrin, Zwischensequenz. Irgendwo auf unter Monkey Island. Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Ratten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut. Und wer? Salat! Verfluchte Halunken! Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs! Ja, und wir gehen nochmal zu Stan. Hallo Stan, gucke mal, hier ein Totenschein. Wir möchten jetzt eine Riesenmenge Geld. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Ich bin tot, wirklich. Besitzt du irgendeinen Beweis, dass du tot bist? Nun, Herr Neunmal Klug, ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein. Nun, dies muss irgendein Fehler sein. Es steht genau hier, in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Es sieht so aus, als ob ich keine andere Wahl hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Oh, danke. Super. Versicherungsgeld, ein Verlobungsring. So. Jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht, wie es weitergeht, ne? Jetzt habe ich zwar das Geld, aber was soll ich denn jetzt mit dem Geld, ne? So, hier ist der Grill. Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Okay. Oh, ich habe sogar noch was. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Naja, gut. Okay. Gucken wir mal beim Leuchtturm vorbei. So, ob das überhaupt klappt hier. So. Packen wir mal den Spiegel mit Perfekt. Spiegel. So. Und jetzt. Und jetzt machen wir. Dieses Zeug ist einfach nicht glitschig genug. Ach, das ist nicht glitschig genug, okay.
Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Okay, dann hier das. Hey! Verschwinde hier! Du störst die Zeremonie! Okay, dann müssen wir halt wieder unsere Maske aufsetzen. Geht. So. Und jetzt Nacho-Käse. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt ja, natürlich. Du, was das heißt? Das laktoseallergisch. Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Das Rennt habe um ich. Euer Leben. Das habe ich. Nicht so genau gewusst. Und jetzt kommt der Lavaofen zum Einsatz. Jawohl, so ist gut. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Jep, dachte ich mir auch gerade. Und jetzt ist der flüssig, der Käse. Wahrscheinlich kann ich ihn gleich mitnehmen. Kochtopf, nimm. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Ah. Haggis, dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Na, also, komm, gib mir die Handlotion. So, kriegen wir davon jetzt den Ring los? Hier, ne? Handlotion mit verfluchten Diamantring. Mal schauen, ob diese glitschige Fettlotion etwas ausrichten kann. Das sollte genügen. Da ist etwas Großes, Glänzendes und Verfluchtes, was mich davon abhält, den Ring anzuziehen. Der verfluchte Ring ist explodiert. Aha, okay. Jetzt brauche ich halt nur noch das, Wahrsagen funktioniert damit nicht. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie, wie war's, dass der Ring, also diesen Diamanten, der Diamant ist auf dieser anderen Insel und auf die andere Insel komme ich irgendwie nicht drauf, ne? Irgendwas habe ich noch vergessen. So. Irgendwas habe ich noch vergessen. Da waren wir schon. Am Leuchtturm haben wir den Spiegel angebracht. In der Windmühle waren wir noch nicht häufig genug. Da oben ist ein Fass. Ich nicht weiß, was das ist. Kann ich die Türen hier aufmachen? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ein Holzbohrer. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Die Brechstange. Ich kann die Brechstange nicht damit. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Die Handlotion. Das will ich nicht schmieren.
Regenschirm. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Ah. Ach, ist das billig. Okay, so, jetzt können wir hier reingucken. Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Alles klar, gut, jetzt passt's. Ja, komm, leeres Glas und drauf. Zack. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Genau. Jetzt macht das alles einen Sinn. Jetzt gehen wir zur Lichtung. So. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Mh, wette, das Wasser schmeckt gut. Na komm, und? Deckel drauf. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Es ist voll leuchtender Glühwürmchen. Genau, perfekt. Jetzt ab zum Leuchtturm. Es gibt kein Licht. Wie, es gibt kein Licht? Oh nein, die Glühwürmchen sind alle erstickt. Ach, okay, ich muss Löcher in den Deckel machen. Alles klar, gut. Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Ich habe Löcher in den Verschluss des Glases gemacht. So. Jetzt klappt's. Die Glühwürmchen. Da ist der Verschluss. Sie sind da drin gefangen und leuchten. So, und jetzt ab zum Leuchtturm. Jetzt leuchtet das Glas auch. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Zum Glück muss ich sie nicht justieren. Okay, gut. Also, runter. Und wir gehen zum Strand. Ach, und da ist doch schon einer. Eine komische Figur. Ich bin der Meister der Toten und bringe euch hinüber auf die andere Seite. Einschüchternd. Er futtert ein Sandwich. Alles klar, danke. Nein. Wer bist du? Ich bin der verlorene Waliser. Oh. Ich bin der Fährmann zwischen der Totenkopfinsel und dieser hier. Lange Zeit verloren in den eisigen Nebeln des Ozeans. Oh, wie ich diesen verdammten Nebel hasse. Wirklich? Ich mag Nebel, ich finde ihn hübsch. Nun, sicher ist Nebel hübsch. Aber Teufel, ist der öde. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. Ich werde diese rauen Gewässer nicht mehr herausfordern. Zu lange schon schaukelte ich in dieser wässrigen Wiege des Todes. Abgefahrene Vorstellung. Wie auch immer. Jedenfalls fahre ich nicht nochmal daraus, bevor ich nicht sicher bin, dass ich auch heil dort ankomme. Ich brauche einen Kompass. Wie soll dir denn ein Haufen Blumendünger dabei helfen, den Weg zur Totenkopfinsel zu finden? Kein Kompost, du Idiot. Ein K-O-M-P-A-S-S. Wenn du mir einen besorgst, bringe ich dich zur Totenkopfinsel. So, wir haben hier diese Nadel, ne? So brauche ich eigentlich die Kuchenattrappe hier immer noch. Ha. Cool, eine magnetische Nadel. Es wird einem ganz schwindelig, wenn man die ganzen Möglichkeiten bedenkt. Okay.
So, und ein Korken. Und jetzt? Ich kann den Korken nicht damit benutzen. Der Korken passt nicht mehr, wenn die Nadel darin steckt. Es ist ein Korken mit einer magnetischen Nadel drin. Irgendwo, also ich habe noch ein Becherchen hier, ne? So. Hier gab's Seewasser. Ja, genau. Das ist jetzt sehr logisch. Wie man einen Kompass macht, ne? Wasser. Er ist voller Seewasser. Genau. Jetzt haben wir das. Plus. Hey, das. Sauber! Er zeigt nach Norden. Wissenschaft macht Spaß, wenn du das Geheimnis kennst. Genau. Damit haben wir einen Kompass. Und dann geben wir den Kompass an ihn. Den fliegenden Waliser. Nicht den fliegenden Holländer, ne? Hier, nimm diesen Kompass. Das ist ein Kompass? Funktioniert er auch? Natürlich, siehst du, wie er nach Norden zeigt? Mann, das ist unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ach, Kleinigkeit. So, dann... Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Nimm deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt, bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Boah, eine... Das ist eine Ente. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen. Und deinen Kopf so drehen und... es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Ja, siehst genau. Du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Sie wird von König André geleitet, dem größten Schmuggler der Welt. Und seinem miesen Gehilfen Kraft. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich, hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel Glück. Danke. Ah. Wieso bin ich jetzt auf einmal gleich oben hier? Hallo? Oberes Ende der Klippe? Da irgendwo drauf? Ach so, okay. Deswegen, ah. Was haben wir hier? Windenwart, ne? Ich wette, er kann mir helfen, die Schmugglerhöhle zu finden. Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter, Muckibart, ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafouce. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig?
Genau genommen um die 120. Oh, nun, probieren kann nicht schaden. Richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Hoppla! Okay, das ist zu viel Seil. Ach, Moment, ich hab doch einen Ballon hier. Ach, shit. Okay, da ist Klippe, obere Ende der Klippe, Klippe. Das sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Oder nach einem Hasen, je nachdem, wie rum man guckt, ne? Also irgendwas muss ich drin haben, was ich benutzen kann, um den Regenschirm, natürlich. Ich kann den Regenschirm benutzen. So. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Ja? Lass uns dieses das Cliff hinunter zur Höhle-Ding nochmal probieren. In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bitte vorsichtig. Kein Problem. Los geht's. Es klappt. Es klappt. Es klappt nicht. Benutze. Jawohl. Den Regenschirm und dann klappt's. Sind wir hier. Zur Seite, oder ich werde sie umhauen. Hallo Nachbar, haben Sie vielleicht ein paar Diamanten? Also, wo ist der riesige Diamant, den ihr Typen haben sollt? Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Hallo Nachbar, haben Sie vielleicht ein paar Diamanten? Wussten Sie schon, dass ich gerade entkommen bin? Geh weg! Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich muss jeden Diamanten sehen, den Sie haben, jeden einzelnen. Los Leute, Dalli Dalli, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mag diesen Mann nicht. Töte ihn. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Also, wo ist der riesige Diamant, den ihr Typen haben sollt? Auf ihn, Kraft! Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns, Mr. Threepwood. Guybrush Threepwood. Sehr gut, Mr. Threepwood. Ich bin König André und das ist mein Partner Croft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe-Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen, Sie haben ihn gekauft, ich will ihn haben. Sofort. Bitte, Sir? Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Du Olla Hela, ne? Den Witz habe ich nie verstanden. Könnten Sie es bitte unterlassen, so zu lassen? Sie lenken von der Diamanten. So. Den Witz habe ich nicht verstanden. Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also haben? Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Der Diamant gehört in ein Museum.
Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Vielleicht sehe ich mich einfach um, ne? Soll ich etwa reden? Nein, Mr. Threepwood. Ich erwarte, dass Sie etwas kaufen. Ihr übler Plan wird nie funktionieren, André. Aber er ist makellos. Eine sorgsam platzierte Reihe von Sprengladungen, die über Blood Island verteilt sind, alle von einem Satellitennetzwerk in einer geostationären Umlaufbahn gesteuert, und nur ein Mann hat Zugriff zum Hauptschalter. Boss? Ich bin dieser Mann, Threepwood, und... Boss? Ja, Mr. Kraft? Machen wir unser Spiel? Ah ja, natürlich. Mal gucken, ob wir den Diamanten jetzt gleich kriegen. Aber das sehen wir im nächsten Teil. Bis dann, sagt der Captain.